Hallo ihr Lieben, es ist soweit. Wir spielen die vorerst letzte Legende von den Legenden von Andor. Ich habe gesagt, ich mache mit euch das Grundspiel durch, falls Interesse besteht. Ich werde bei Instagram sicher nochmal Umfragen machen im Laufe der Zeit. Irgendwann wird sicherlich auch noch die Reise in den Norden und vielleicht auch der letzte Teil, wie hieß er noch gleich, die letzte Hoffnung gespielt werden, falls ihr da Lust habt. Ich habe so den Eindruck, die Legenden von Andor kommen ganz gut an, auch wenn das Spiel schon 7 Jahre alt ist, also zumindest das Grundspiel, scheint es immer noch sehr beliebt zu sein, was mich natürlich überfreut, weil ich, es ist auch immer noch eins meiner Lieblingsspiele und wird es wahrscheinlich immer bleiben. Ja, ich hatte jetzt nochmal in die Kommentare der ersten Videos zu Legenden von Andor geguckt. In Kapitel 2 ist mir noch ein kleiner Fehler unterlaufen, und zwar haben die Fardus und Chada gemeinsam gegen den Skral auf dem Turm gekämpft und standen auf verschiedenen Feldern, weil Lifardus in der Zeit dann auch einen Bogen hatte und auch vom nebenstehenden Feld angreifen konnte. Ja, auf jeden Fall hatte Lifardus den Trank der Hexe und ich habe ihn für den Wurf von Chada angewendet, was dann in dem Fall natürlich nicht ginge. Er könnte nur seinen eigenen Würfelwert verdoppeln, weil die ja gar nicht auf einem Feld standen. Macht ja Sinn, der Trank muss ja getrunken werden, er kann ihn schlecht 2 Felder rüberwerfen zu Chada. Solche Fehler können mir immer unterlaufen, weil, ja, dieser Regel war ich mir gar nicht so sehr bewusst, weil das letzte Mal, als ich diese Anleitung gelesen habe, ist wirklich schon Jahre her. Und ja, vielleicht habe ich auch so ein paar kleine Hausregeln dabei, wie ich das spiele. Ich spiele es einfach so, wie ich denke, dass es richtig ist und wie es mir Spaß macht. Und falls euch Fehler auffallen, wie jetzt dem, der das in dem letzten Video geschrieben hat, bitte mal gerne raus damit, auch ich kann noch in diesem Spiel dazulernen. Und ja, vor allen Dingen, wenn es dann irgendwann in die Erweiterung geht, an die ich mich kaum noch erinnern kann, da werden mir mit Sicherheit auch ein paar kleine Fehlerchen passieren. Dass ihr mich bitte einfach darauf aufmerksam macht und ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß, ja, das weiter anzuschauen. Wir haben letztes Mal die Bonuslegende, die Befreiung der Mine, gespielt. Das war auf der Spielplanrückseite nochmal. Und dann lese ich euch nochmal kurz die Story vor. Nur wenigen ist bekannt, dass die Helden, ehe sie gegen den Drachen Tarok kämpften, noch einmal auf den dunklen Magier Vaku stießen. Er war in die Mine der Schildzwerge geflohen. Dort forschte er nach der alten Magie des Landes. Die Helden entschlossen sich, die Mine von seinem Schatten zu befreien. Doch die Skrale, die ihm schon immer zu Willen waren, verbargen ihn vor den Helden. Ja, wir haben ja dann diese Kreaturenplättchen wieder ins Spiel bekommen, die wurden auf dem Spielplan verteilt und wir mussten dann eben die 3 Skrale, die es unter diesen Plättchen gab, finden, haben uns dazu das Fernrohr geholt, damit wir die Plättchen einfach aufdecken konnten, ohne sie direkt zu aktivieren, sonst wären wir überrannt worden von Gegnern. Genau, und hatten dann den Auftrag, diese 3 Skrale zu finden. Einer der Helden starrte in den düsteren Eingang zur Mine. Je eher wir wissen, wo sich Vaku versteckt, desto besser, rief er. Lasst uns Skrale jagen. Ja, wir sind dann irgendwann in die Mine auch reingegangen. Da standen auch die Schildzwerge, die uns dann mit 4 Stärkepunkten im Kampf helfen konnten, die wir dann eine gewisse Zeit lang hatten. Ja, und dann mussten wir halt eben die 3 Skrale finden, bevor wir dann Vaku entdeckt haben. Ja, aber zuvor kam dann noch eine Nachricht vom Baum der Lieder, erreichte die Helden. Die Bewahrer befürchteten einen Angriff der Kreaturen. Sie hofften auf die Hilfe der Helden und der Schildzwerge. Ja, da wurde dann ein Pergament auf den Baum der Lieder gelegt und wir mussten verhindern, dass da Gegner drauflaufen, denn die haben uns dann wieder unsere Willenspunkte reduziert. Haben wir leider nicht geschafft, weil wir uns dann beide in der Mine aufgehalten haben. Vielleicht wäre das auch mit mehr Charakteren einfacher gewesen, ich weiß es nicht, weil man sich dann so ein bisschen mehr hätte aufteilen können. Ja, dass dann da ein kleiner Gore draufläuft, das konnten wir leider nicht verhindern. Die Bewahrer schlossen ihre Botschaft mit einem Hinweis auf einen mächtigen Gegenstand. Ja, dann haben wir die Position des Gifts noch erwürfelt, was dann in der Höhle gelandet ist und wir aufsammeln konnten. Ja, und dann haben wir irgendwann den 3. Skral entdeckt und dann konnten wir erwürfeln, wir haben eine 1 gewürfelt, glaube ich, wo sich Vaku denn aufhält. Und dann stand dort Folgendes. Der dunkle Magier Vaku tauchte im geheimen See auf. Der See kochte. Er stand also mitten im geheimen See und wir hatten den Auftrag, ihn zu besiegen. Das ging nur mit 14 Willenspunkten. Sobald ein Held im Kampf unter 14 Willenspunkte gefallen ist, ist er auch aus dem Kampf ausgeschieden. Das heißt, wir mussten erstmal 14 Willenspunkte erreichen,
Er hatte aber auch noch eine Stärke von 20, was die Sache nicht einfacher gemacht hat. Ja, zwischendurch ist noch Geröll aufgetaucht und ja, alles so um den geheimen See herum. Wir hätten Glück haben können, wenn dieses Geröll Skrale direkt entfernt hätte. Wobei andererseits, wir mussten die selbst bekämpfen, weil das Geröll das eben nicht gemacht hat. Und haben dann dafür noch Belohnungen bekommen, die uns noch hätten helfen können. Ja, aber es hat ja alles nichts genützt. Wir waren zu schwach. Wir hätten eventuell noch den Troll besiegen müssen. Wir hätten eventuell uns noch neue Rüstungen holen müssen. Der Trank der Hexe wäre sicherlich hilfreich gewesen, um einen Würfelwert zu verdoppeln. Das wäre ganz, ganz gut gewesen. In Kombination mit dem schwarzen Würfel, den ich diese Legende nicht genommen habe. Ja, weil ich einfach dachte, die Zeit geht mir aus, wenn ich draußen noch am Baum der Lieder die ganzen Runensteine erstmal einsammle. Hätte, Fahrradkette, es hat nicht gereicht und die Legende nahm ein böses Ende, weil wir den dunklen Magier Vakur nicht besiegen konnten. Das dazu, das war die Bonuslegende. Heute spielen wir die letzte Legende des Grundspiels, nämlich der Zorn des Drachen. Ihr ahnt es vielleicht, wir begegnen unserem Endgegner des Grundspiels. Ich glaube, diese Legende habe ich auch einmal in meinem Leben gespielt und ich weiß nicht mehr, wie sie ausging. Wir versuchen es einfach mal. Ich habe hier jetzt mir ein Käffchen gemacht, werde jetzt hier alles aufbauen und dann geht's los mit Legende 5. Ja, ich bin wieder die Checkliste durchgegangen, beziehungsweise ja, habe einfach die Nebelplättchen hingelegt, die Ausrüstungstafel bestückt, wo wir dann beim Händler wieder unsere Sachen kaufen können. Jeder hat eine Stärke und 7 Willenspunkte zunächst einmal. Unsere Zeitsteine liegen oben. Und dann fangen wir einfach an, diese Karten zu lesen für Legende 5. Das sind übrigens ganz schön viele dieses Mal. Aber natürlich, also die Regelkarten gehen bis hier. Und der Rest sind irgendwelche Spezialkarten, die ins Spiel kommen. Wie gesagt, ich kann mich null an diese Legende erinnern, was da alles passiert ist. Das werden wir gleich sehen. Ich hoffe, dass ich jetzt die letzte Legende nicht auch noch verliere. Aber ja, darum geht es mir nicht. Mir geht es darum, euch das Spiel zu zeigen. Und es macht natürlich mir selber auch wieder sehr viel Spaß. Vor allen Dingen, weil ich nicht weiß, was passiert. In dieser Legende werden wir einem Endboss entgegentreten. Das heißt, wir müssen uns wahrscheinlich sehr stärken. Ich werde auf den schwarzen Würfel und den Trank der Hexe gehen. aber muss ich natürlich gucken, wie das alles dann auch zeitlich hinhaut. Ich würde sagen, wir fangen einfach an zu lesen, schauen, um welche Ereigniskarten wir brauchen und so weiter. Und dann geht es los. Und zwar mit der Karte A1. Wir haben 5 A-Karten jetzt erstmal zu lesen. Und die werden uns wieder ein bisschen in dieses Kapitel einleiten. Schwefliger Rauch lag in der Luft, als die Helden die Mine verließen. In der Ferne waren Brände zu erkennen. Bald erfuhren sie, dass die Kreaturen in ihrer Abwesenheit die Riedburg eingenommen hatten. Der alte König Brandur war schwer verwundet und das Volk bangte um sein Leben. Prinz Thorald war verschleppt worden. Oh je. Ja, die Checkliste habe ich soweit gemacht. Wir brauchen die Legendenkarten, die Befreiung des Prinzen. Das sind die ganzen Extrakarten, die in dieser Legende dabei sind. Dann brauchen wir Prinz Thorald, die Schildzwerge, die Hexe, den Turm, den Drachen. Also alles Mögliche kommt da noch dazu. Auch der Gegenstand Gift kommt wieder dazu. Müssen wir dann gleich mal schauen. Das wird erstmal alles beiseite gelegt. Dann brauchen wir wieder mal die 15 Kreaturenplättchen, Runensteine, Heilkräuter und so weiter. Das N-Plättchen kommt mit der roten Seite jetzt nach oben auf den Buchstaben N. Bei 2 Spielern, wir haben 2 Charaktere. Bei 3 Spielern würde es schon einen Buchstaben weiter auf M gelegt werden und bei 4 Spielern sogar noch weiter auf L. Das heißt, mit mehr Charakteren hätte man sogar noch weniger Zeit. Das hier ist die rote Seite. Und da ist auch irgendwie dieser Drache abgebildet und eine Null. Was das bedeutet, weiß ich noch nicht. Das wird auf jeden Fall erstmal da oben auf N gelegt. Dann Sternchen auf Buchstaben B, D, F und H. Ja, das sind wieder die Zeitpunkte, wo wir weitere Karten lesen müssen. B, D, F und H. Auf N kommt kein Plättchen. Das kann wahrscheinlich wieder im Laufe des Spiels vorrücken. Dann, alle Nebelplättchen werden auf die Felder im wachsamen Wald verschoben.
Nur Feld 57 bleibt frei. Okay, also normalerweise liegen die Nebelplättchen ja so auf diesen Kreisen, die auf dem Spielplan abgebildet sind. Aber jetzt sollen die alle in den wachsamen Wald. Das heißt, alle Felder, die zum wachsamen Wald gehören hier oben, werden jetzt mit Nebelplättchen bedeckt. So, und dann habe ich noch ein Feld übersehen. Genau, hier. Nur 57, der Baum der Lieder bleibt frei, wie es dort steht. Okay, und dann lesen wir schon Karte A2. Dann müssen wir wieder 5 der 6 Runensteine erwürfeln und 2 Heilkräuter. Erstmal die Runensteine. Die Runensteine sind hier oben 2 und hier unten 3 ganz nah beieinander. Das finde ich schon mal gut. Da haben wir dann vielleicht schon Glück, dass wir alle 3 Farben auf einem Haufen haben. Aber wer weiß. Sind aber alle ganz gut hier auf dieser linken Seite gelandet. Ja, und dann noch 2 Heilkräuter. Ja, von den Heilkräutern ist 1 auch hier unten, das andere allerdings dort drüben gelandet. Dann geht's weiter. Jetzt werden eine der beiden Karten, der Handelszwerg Garz, aus dem Spiel genommen. Und mit einem Heldenwürfel wird dann erwürfelt, wann die übrig gebliebene Karte Handelszwerg Garz ins Spiel kommt. Bei der 1, 2 oder 3 wird die Karte an die Legendenleiste gelegt, dass der Pfeil auf C zeigt, bei einer 4, 5 und 6 bei G. Okay, wir haben also diese beiden Karten. Ja, ich weiß sowieso nicht, was hinten drauf steht. Eine wird aus dem Spiel entfernt und die andere, das finde ich auch immer toll, ne? Man hat manchmal mehrere Versionen einer Karte. Jedes Mal ist das Spiel irgendwie anders. Wenn ich jetzt das nächste Mal die andere Karte zufällig ziehe, habe ich schon wieder andere Auswirkungen. Und dann würfeln wir mal. Wir haben eine 2. Das bedeutet, der Handelszwerg Garz kommt schon bei Feld C ins Spiel. Das heißt, ich lege den Pfeil hier so an C dran. Ich denke, das ist schon mal gut erwürfelt, denn in anderem Fall wäre er bei G erst aufgetaucht und Handelszwerg Garz hört sich so an, als könnte der uns behilflich sein. Okay, anschließend legen wir die Karte der alte Wehrturm an den frei gebliebenen Buchstaben, also an G oder C. Okay, da habe ich mich gerade gefreut, dass der Handelszwerg ziemlich früh kommt. Aber wahrscheinlich ist diese Karte, der alte Wehrturm, auch etwas Positives. Ich weiß es nicht. Und die kommt dafür jetzt erst bei G ins Spiel, also bei dem übrig gebliebenen Buchstaben. Die Legendenkarte Licht und Schatten wird bei K angelegt. Das ist ebenfalls so eine Karte, die legen wir bei K an. So. Und es kommen natürlich schon Gegner aufs Feld, ein Goa auf Feld 9 und ein Troll direkt auf Feld 30. Dann haben wir noch ein Goa und ein Skral, die sich direkt in der Burg befinden. Da gibt es anscheinend eine Ausnahmeregelung. Ja, wir haben ja eben gelesen, die Burg ist irgendwie ja belagert worden von den Gegnern. Und 5 Kreaturenplättchen werden aufgedeckt und die Anweisung darauf ausgeführt. Ich stelle erstmal die Gegner hin, die sowieso da sind. Dann sieht das Ganze so aus. Da oben steht ein Goa und ein Skral schon in der Burg und hier ein Troll auf Feld 30. Und dann haben wir ja wieder unsere 15 Kreaturenplättchen. Die mische ich und dann werde ich 5 davon direkt ausführen. Das erste. Ein Troll auf Feld 22. Kommt direkt der nächste dicke Troll ins Spiel. Die werden wahrscheinlich in dieser Legende im Gegensatz zum Endboss ziemlich lachhaft sein, aber auch die werden wir am Anfang nicht besiegen können. Zweites Kreaturenplättchen. Ein Skral auf Feld 48 und 2 Gold auf Feld 50. Das ist da oben passiert. Da ist der Skral und dahinter das Gold. Dann das dritte Plättchen. Noch ein Troll. Ich werde wahnsinnig. Auf Feld 36. Das fängt schon wieder alles sehr gut an hier mit uns. Haben wir schon 3 Trolle auf dem Spielfeld. Und Feld 36 ist hier. Sind also auch gar nicht so weit von der Burg entfernt. Das vierte Plättchen. Ein Goa auf Feld 12 und ein Gold auf Feld 15. Damit kann ich leben. Wobei Feld 12 natürlich auch direkt hier ist. Aber wir können auch noch Gold einsammeln, wobei ein Gold uns natürlich auch
immer nicht so viel bringt. Und das liegt auch noch ganz da oben. Und das letzte vorerst. Noch ein Go auf Feld 43 und noch ein Skral auf Feld 42. Ja, die sind jetzt noch hier gelandet. Und das war Karte A2. Wir lesen die dritte Karte. Versetzt jetzt alle Kreaturen auf den Feldzahlen 11 bis 22 auf die Burg. Oh, also die bleiben gar nicht da stehen, wo sie gerade stehen. Aber ich schau mal. Wir haben nur zwei, die das betrifft, nämlich hier 11 bis 22, also Feld 12 kommt in die Burg und 22, der Troll, kommt in die Burg. Die anderen sind entweder unter oder oberhalb der angegebenen Feldzahlen. Nur auf der Burg darf in diesem besonderen Fall mehr als eine Kreatur stehen. Für alle anderen Felder gilt nach wie vor nur eine Kreatur. Die Kreaturen in der Burg bekommen ständig Nachschub, denn solange die Burg nicht befreit wurde, werden weitere Kreaturen, die die Burg betreten, nicht auf die goldenen Schilde gestellt, sondern bleiben auf der Burg stehen. Okay, jetzt erwürfeln wir noch mit einem Heldenwürfel nacheinander, an welche Buchstaben der Leiste 5 weitere Kreaturenplättchen gelegt werden. Ja, nie mehr als 2 Plättchen an einem Buchstaben. Okay, das heißt, dabei bleibt es nicht. Es kommen noch 5 weitere Plättchen ins Spiel. Und dann würfeln wir das Ganze mal aus. Also, erstes Plättchen an die 3. Das ist hier bei E. Ich werde jetzt einfach mal direkt auf E drauflegen. Das zweite kommt bei 2, hier bei D. Das dritte bei der 5. Das ist direkt hier bei F. Das vierte bei der 6, das ist H, da haben wir schon alle Möglichkeiten vertreten, außer hier die 1 direkt. Wir haben aber noch ein Plättchen und das kommt zur 3 und das war hier noch bei E. Da 2 Plättchen auf einem Buchstaben liegen dürfen, ist das so. Okay, ja, wenn der Erzähler einen Buchstaben erreicht, wo es eine Legendenkarte und Kreaturenplättchen gibt, haben die Kreaturenplättchen Vorrang. Die werden immer als erstes abgehandelt. Jeder Held würfelt mit einem Heldenwürfel, addiert 30 dazu und kommt auf das entsprechende Feld. Fangen wir mal mit Chara an. Sie würfelt eine 2, kommt also auf das Feld 32. 32. Das ist einmal hier oben bei dem Bauernhof. Ja, und Lifarus kommt auf 34. Und das ist einmal hier unten. Vielleicht kann Lifarus dann gleich mal sich daran machen, diese ganzen Runensteine und das Heilkraut einzusammeln. Das sieht doch schon mal gut aus. Ja, kommen wir weiter zur Karte A4. Die Bauern fürchteten sich und versuchten zu fliehen. Doch dadurch brachten sie sich in nur noch größere Gefahr. Die Helden mussten sie in Sicherheit bringen. Es kommen Bauernplättchen ins Spiel und zwar auf Felder 1, 13, 40 und 65. Okay, die sind recht gut verteilt. Wir haben einen hier beim Bauernhof, die anderen bewegen sich aber woanders. Der eine steht an der Burg und wir haben hier ganz hinten noch einen. Und jetzt kommt's. Für jedes Bauernplättchen, das aus dem Spiel kommt, das ist ja so, wenn Gegner drauflaufen, wird das Endplättchen ein Feld nach unten geschoben. Dadurch tritt das Spielende früher ein. Erreicht das Endplättchen einen Buchstaben mit einem Sternchen, einem angelegten Kreaturenplättchen ohne einer Legendenkarte, kommen diese aus dem Spiel. Uiuiuiui. Wir haben dort oben bei K eine Karte liegen, nämlich Licht und Schatten, die uns vielleicht helfen kann, wer weiß. Aber wenn wir 3 Bauern verlieren, würde diese schon aus dem Spiel genommen werden. Wurde die Burg befreit, können die Bauern wieder ganz normal in die Burg gebracht und auf die Schildseite gedreht werden. Ein Späher traf ein. Er hatte Prinz Thorald in den Nebeln des wachsamen Waldes entdeckt, wo er von einem Gor gefangen gehalten wurde. Wenn ein Held das Nebelplättchen einen Stärkepunkt aktiviert, wird Prinz Thorald auf dieses Feld gelegt und ein Gor dazugestellt. Ja, wir haben ja hier auch Stärkepunkte unter den Nebelfeldern versteckt und es gibt wohl eins mit einem Stärkepunkt und da kommt dann Prinz Thorald mit einem Gor hin. Der Held erhält den Stärkepunkt, das ist schon mal gut. Und um Prinz Thorald zu befreien, muss der Gor besiegt werden. Bei Sonnenaufgang bewegt er sich nicht. Erst wenn der Prinz befreit wurde, kann er wie gewohnt eingesetzt werden und 4 Stärkepunkte
für uns beitragen. Wir haben noch eine Karte zu lesen. Unsere Aufgabe. Wir müssen die Burg befreien, bevor der Erzähler N erreicht. Solange Kreaturen in der Burg sind, können die Helden und auch Prinz Thorald und die Schildzwerge die Burg nicht betreten. Die Kreaturen in der Burg können nur mit Bögen angegriffen werden. Au, da brauchen wir mit Lifardos also schnellstmöglich einen Bogen. Bei Sonnenaufgang bewegen sie sich natürlich nicht und sobald die Burg befreit ist, werden die Kreaturen, die dann in die Burg kommen, wieder auf die Schilde gestellt. Da müssen wir die Burg wieder weiterhin verteidigen. Jeder Held startet allerdings auch schon mit 4 Stärkepunkten. Das ist schon einiges. Und dann erhalten wir auch noch 8 Gold, 2 extra Stärkepunkte und 4 beliebige Gegenstände von der Ausrüstungstafel. Nur nicht den Trank der Hexe. Wow, okay, also. Ich mache es ganz einfach so, ich gebe beiden noch einen weiteren Stärkepunkt. Das teile ich schön gleichmäßig auf. Genauso auch mit dem Gold. Wir bekommen 8 Gold, das heißt, ich gebe jedem der beiden 4 Gold dazu. Dann bekommen wir aber auch noch 4 Gegenstände von der Ausrüstungstafel. Ja, und da wir wissen, wir können die Burg nur mit Fernkampf besiegen, werde ich auf jeden Fall Lifardos schon mal einen Bogen geben. Und dann ist die Frage, was wir noch gebrauchen. Lifardos wird versuchen, den schwarzen Würfel durch die Runensteine zu bekommen. Das heißt, er braucht seine 3 kleinen Slots für die Runensteine. Ihm gebe ich also da schon mal nichts weiter. Wir dürfen uns noch 3 aussuchen. Ich denke mal, wir müssen ja auch die Prinz Thorald möglichst finden unter den Nebelplättchen. Da wird uns wahrscheinlich auch wieder ein Fernglas gut tun. Ja, und da Chada diese kleinen Slots frei hat, gebe ich ihr das Fernglas. Weiterhin müssen wir wahrscheinlich auch viel laufen. Ich werde Chada einfach auch noch einen Trinkschlauch geben für 2 weitere Schritte. Und dann haben wir noch eine Ausrüstung, die wir uns aussuchen können. Und ich habe mal geschaut, ich weiß nicht, ob ich es machen soll. Aber diesen Falken habe ich noch nicht einmal gekauft. Den kaufe ich wirklich sehr, sehr selten. Was macht der Falke? Der kann dafür sorgen, dass beliebig viele kleine Gegenstände, Gold oder Edelsteine, zwischen 2 Helden getauscht werden. Auch wenn sie nicht auf demselben Feld stehen. Das heißt, er könnte dann, könnte halt von Chada aus zum Beispiel den Trinkschlauch rüber zu Lifardos fliegen, egal wo dieser steht. Der kann nur einmal pro Tag eingesetzt werden, dann würde der auf die Rückseite gedreht, dann ist er quasi weggeflogen. Und das ist der Falke. Also die Frage ist, ich denke immer, ich glaube, ich benutze ihn nicht so häufig, weil ich immer möglichst schon versuche, die passenden Sachen mit den jeweiligen Charakteren einzusammeln. Und wir haben auch nur 2 Charaktere. Ich denke, der Falke kommt eher bei mehreren Charakteren zu tragen. Ja, ich glaube, der ist nicht so nützlich wie andere Ausrüstungsgegenstände. Ich wollte ihn euch nochmal gezeigt haben, denn der ist auch dabei. Aber ich werde tatsächlich nicht den Falken holen. Ich hole einfach mal, spaßeshalber, weil ich das auch noch nicht gemacht habe, einen Helm. Ich glaube, das hatte ich auch in noch keiner Legende gekauft. Der kann gleiche Würfelwerte addieren. Ja, da Lifardos sich den schwarzen Würfel holen möchte und alleine dann immer nur einen Würfel zur Verfügung hätte. Und Chada zwar 5 Würfel hat, diese aber immer nacheinander werfen muss. Bei anderen Charakteren, wie zum Beispiel hier den Zwerg, der würfelt seine Würfel immer gleichzeitig und sucht sich dann den höchsten Wert aus, ähnlich wie die Gegner es immer machen. Bei ihm wäre der Helm sehr nützlich, weil er einfach 2 gleiche Würfelwerte addieren könnte, wenn er jetzt mit 3 Würfeln wirft. Gar nicht so unwahrscheinlich. Bei unseren beiden Charakteren würde der Helm tatsächlich nur beim gemeinsamen Kämpfen etwas nützen. Aber auch beim gemeinsamen Kämpfen macht das keinen Sinn, denn die beiden Würfel, die die beiden Charaktere werfen, werden ja sowieso addiert. Dementsprechend hole ich uns auch nicht den Helm. Ich denke mal, ich werde einfach der Chada noch einen Schild holen. Der ist immer gut, auch um böse Ereignisse abzuwehren. Lifardos hat schon den Bogen, hat diesen Slot also voll.
Ja, und dann habe ich uns einen Trinkschlauch, ein Fernglas, den Schild und den Bogen geholt. Das waren die vier Ausrüstungsgegenstände. Dann steht hier noch, worauf warten wir noch, rief einer der Helden. Die Riedburg braucht uns mehr denn je. Der Held mit dem höchsten Rang beginnt und das ist unser Liefhardus. Ja, wir erinnern uns an die Aufgabe, wir müssen die Burg befreien. Das heißt, wir haben im Moment haben wir zwei Gors zu besiegen, einen Skral und einen Troll. Ist schon ziemlich viel. Wir dürfen natürlich auch die anderen Gegner hier nicht vergessen. Die laufen dann eventuell auch noch in die Burg und müssen noch zusätzlich besiegt werden. Ja, auch dürfen wir die Bauern nicht vergessen. Tja, denn wenn wir die Bauern einfach liegen lassen und Gegner drüber laufen, dann werden die aus dem Spiel entfernt und das Endplättchen rückt vor. Okay, im Moment sieht es noch in Ordnung aus. Ich werde mit Liefhardus natürlich erstmal versuchen, an den Runenstein zu kommen. Das nächste Feld, auf das er aber gehen kann, ist hier der Brunnen und den lasse ich mir natürlich nicht nehmen mit einer Stunde und er bekommt 3 Willenspunkte dazu. Dann ist unsere liebe Charda dran. Die hat ja das Fernrohr. Sie wird jetzt einfach schon mal einen Schritt gehen, bleibt dort erstmal stehen und deckt einmal hier den Runenstein auf mit dem Fernrohr und das Nebelplättchen. Oh, und das ist sehr gut. Wir haben direkt die Hexe gefunden. Die werde ich da auch gleich statt des Nebelplättchens hinstellen. Dann können wir nämlich da den Trank der Hexe kaufen. Und das ist natürlich sehr, sehr gut. Der kostet uns 3 Gold. Sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Denn wir erinnern uns, der Trank der Hexe kann einen Würfelwert verdoppeln. Ja, den werde ich jetzt auch richtig spielen. Das heißt, derjenige, der den Trank hat, und das wird dann unsere Charda sein, weil sie den Slot frei hat, nur sie kann dann ihren Würfelwert verdoppeln. Es sei denn, die beiden stehen auf dem gleichen Feld, dann werde ich es weiterhin so spielen, dass sie quasi auch nach einer Kampfrunde, nach dem Würfelwert von Liefhardus auch ihn den Trank trinken lassen darf. Aber nur, wenn sie auf einem Feld stehen. Okay, dann ist Liefhardus wieder dran. Er sammelt hier unten alles ein, was er kriegen kann. Er geht also einen weiteren Schritt und holt sich erstmal hier dieses Heilkraut. Das hat einen Wert von 4. Es kann wieder zum Heilen benutzt werden, als Stärke und als Bewegungspunkte. Natürlich belegt das jetzt einen Slot bei ihm, aber vielleicht können wir es gleich als Bewegungspunkte nutzen, falls wir hier nicht direkt die richtigen Runensteine finden. Oder vielleicht benutze ich es auch gleich direkt als Bewegungspunkte. Ah, da wäre tatsächlich der Falke gut, um es eventuell der Charda zu schicken. Aber so ist es jetzt erstmal. Ja, Charda könnte jetzt natürlich den Bauern einsammeln. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgelesen. Der kommt nicht auf die Heldentafel von ihr, sondern würde einfach mitbewegt werden. Das heißt, auch wenn Charda ihn mitbewegt und dann einem Gegner reinläuft, würde dieser Bauer von dem Gegner entfernt werden. Das Problem ist, wenn ich ihn einfach da liegen lasse, ist gleich schon der Skral da. Der Skral ist mir richtig im Weg da vorne. Der steht nämlich ja bei unserer Hexe, wo wir hinwollen. Und wir müssen natürlich auch die Nebelplättchen aufdecken, um Prinz Thorald zu finden. Ja, und das geht mir richtig auf die Nerven. Denn ich würde am liebsten den Bauern aufsammeln und dann da weiter erforschen. Aber kann ich ja nicht, wenn der Skral im Weg steht. Vielleicht müssen wir diesen kleinen blöden Bauern aufgeben. Ich werde jetzt nicht mit Charda ihn aufsammeln, dann hier einen riesen Umweg gehen. Das kostet mir zu viel Zeit. Charda geht einen Schritt zur Hexe. Erstmal aktiviert sie mit ihrem Fernrohr alle nebenliegenden Nebelplättchen. So, und dann haben wir dort oben einen Gor, den wir ganz bestimmt nicht aktivieren werden. Das heißt, diese 2 Gold können wir uns sparen, denn wenn wir da drauflaufen, käme noch ein Gor ins Spiel. Wir haben hier noch ein Gold liegen. Dann haben wir eine Ereigniskarte, die sparen wir uns 2 oder 3 Willenspunkte. Das heißt, den einen Stärkepunkt für Prinz Thorald haben wir noch nicht gefunden. Aber Charda steht jetzt auch bei der Hexe. Und sie hat 4 Gold, die ich ihr am Anfang gegeben habe und wird direkt für 3 Gold auf jeden Fall den Trank der Hexe kaufen. Der ist auf jeden Fall schon mal gut zu haben. Und dann ist auch der Liefhardus wieder dran.
Ja, und der wird jetzt natürlich hier Runensteine einsammeln. Ich werde erstmal schauen, was passiert. Er geht einen Schritt und sammelt diesen Runenstein ein und hat den grünen. Ich entscheide dann gleich, was ich mit dem Kraut mache, das er gerade aus seiner Tafel hat. Ja, und dann ist auch Chada wieder dran. Ich denke mal, sie wird sich Richtung Brunnen bewegen, geht also einen Schritt hierhin, bekommt dadurch zwei Willenspunkte durch das Nebelplättchen und darf natürlich hier auch wieder die angrenzenden Felder aufdecken mit ihrem Fernrohr. Und wir haben den einen Stärkepunkt gefunden. Da versteckt sich also unser Prinz Thorald. Und wir wollen ja sowieso gleich auf den Brunnen laufen. Dann aktivieren wir das. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Ja, unser Liefhabes ist dran und steht da unten, will unbedingt sich die zwei Runensteine noch anschauen, könnte aber nicht beide aufnehmen. Ja, ich riskiere es, dass ich das Heilkraut eventuell dann ungenutzt wieder ablegen muss. Ich gehe zwei Schritte, eins, zwei, decke beide auf und hoffe jetzt tatsächlich, dass einer doppelt vorkommt. Und ja, wir haben den gelben gefunden, den brauchen wir noch. Den grünen haben wir schon, das heißt, der nützt uns nichts. Finde ich aber gar nicht so schlecht, das bedeckt jetzt nicht das dritte Slotfeld von ihm. Das heißt, er wird gleich dieses Heilkraut nutzen als Bewegung, um dann da oben hinzulaufen. Denn den haben wir schon aufgedeckt, den brauchen wir nicht. Sondern da wird dann der blaue Runenstein sein. Und das spart uns dann 4 Zeitschritte. Okay, dann ist Chala wieder dran. Die geht natürlich hier zum Brunnen, bekommt 3 Willenspunkte und den einen Stärkepunkt. Ist jetzt bei 6 Stärke. Und jetzt kommt Prinz Thorald ins Spiel. Prinz Thorald hat 4 Stärkepunkte. Wir können ihn wieder für eine Stunde bis zu 4 Felder weit bewegen. Aber wir dürfen nicht vergessen, zu ihm kommt auch noch ein kleiner Gor, den wir natürlich relativ gut schon besiegen können, weil wir mit viel Stärke begonnen haben. Den kleinen Gor müssen wir besiegen, um Prinz Thorald zu befreien. Und wenn er befreit wurde, dann dürfen wir ihn nutzen. Okay. Ja, Liefhabes ist dran und ich werde es jetzt so machen, wie ich es prophezeit habe. Ich werde mich in Richtung des blauen Runensteins dort oben bewegen. Das heißt, Prinz Thorald nutzt sein Heilkraut, um erstmal 1, 2, 3, 4 Schritte zum Händler zu gehen und sich auch für 4 Gold etwas zu kaufen. Ja, da er seine Slots braucht und auch keinen Helm kaufen möchte, holt er sich einfach 2 Stärkepunkte und ist jetzt schon bei 7 Stärke. Dann ist Chada wieder dran. Ja, wie macht sie's? Zunächst einmal habe ich eben vergessen, auch dieses Plättchen wird natürlich aufgedeckt und da ist ein weiterer Gor. Das heißt, die 2 Gor-Plättchen, wissen wir schon, wo die sich jetzt befinden, die werden wir nicht aktivieren. Chada hat im Moment kein Geld mehr, zum Händler zu gehen, macht also erstmal keinen Sinn. Ich denke mal, auch wenn sie jetzt auf demselben Feld steht, ist ja egal. Sie greift den Gor an, um direkt Prinz Thorald zu befreien. Der Gor hat wie immer 2 Stärkepunkte und 4 Lebenspunkte und würfelt gleich mit 2 roten Würfeln. Chada darf insgesamt bis zu 4 Würfel nutzen und greift ihn an. Eine 4 behalte ich erstmal nicht, eine 2 auch nicht. Ah, eine 4, ja komm, ich behalte die 4 erstmal. Ich hätte sonst nur noch einen Würfel und das ist mir zu kritisch. Aber mir fällt auch gerade ein, ich habe jetzt eine wunderbare Würfelschale. Die könnte ich ja jetzt tatsächlich mal zum Würfeln nutzen, dann seht ihr das auch besser. Das ist hier jetzt meine Würfelschale. Finde ich richtig cool, dass ich jetzt eine habe. Sie hat also eine 4 gewürfelt. Plus ihre Stärke ist sie schon bei 10 Stärke. Der Gor hat 2 und würfelt mit 2 roten Würfeln. Einer ist mir schon runtergefallen. Ja, und dann hat er noch die 6, die zählt. Er ist also bei Stärke 8. Ja, das heißt, so gut sind wir tatsächlich noch gar nicht. Er kriegt 2 Leben abgezogen
Und wir müssen nochmal gegen ihn kämpfen. Ich habe auch lange nicht mehr alleine mit Shada gekämpft, merke ich gerade. Ne? Okay, wieder ihre 6 Stärke auf dem Tableau und sie würfelt eine 5. Ich denke mal, die behalten wir direkt. Und der Gore hat wieder 2 Stärke und 2 rote Würfel und hat auch eine 5. Das heißt, er ist bei 7, wir aber bei 11 und ziehen ihm die letzten Lebenspunkte ab. Der ist besiegt. Wir bekommen eine Belohnung. Und ich denke mal, ja, sie hat viele Willenspunkte. Sie holt sich die 2 Gold, die man da auswählen kann bei dem Gore, damit sie gleich vielleicht beim Händler, beim Baum der Lieder direkt wieder was einkaufen kann. Was wir aber nicht vergessen dürfen ist, der Erzähler geht auch weiter. Und bei B liegt ein Sternchen und das heißt, wir müssen eine neue Karte vorlesen. Karte B. Schlimme Kunde erreichte die Helden. Der alte König war seinen Verletzungen erlegen. What? Tarok, der Drache, erwachte. Wie ein Blitz durchfuhr es die niedersten Kreaturen und ein Zauber legte sich über sie. Alleskrale und Gors benutzen im Kampf einen schwarzen Würfel statt 2 rote. Na super. Ich lege mir das mal als Erinnerung hier zwischen Gor und Skral, dass ich mir das irgendwie merken kann. Ja, und unser König ist den Verletzungen erlegen. Oh je. Der Drache kommt jetzt schon ins Spiel und zwar auf Feld 84. Er greift in dieser Legende die Burg an. Wenn der Erzähler das Endplättchen erreicht, wird der Drache auf die Burg versetzt und die Legende ist verloren. Unser Ziel ist natürlich, den Drachen zu besiegen, bevor er die Burg erreicht. Dann ist die Legende gewonnen und der Erzähler wird sofort auf das Endplättchen vorgesetzt. Dann stellen wir mal den Drachen auf. Ja, und dieser wird hier so zusammengesteckt und ist wirklich ein Riesenvieh. Das ist richtig cool gemacht. Er kommt auf Feld 84, das heißt, er kommt hier unten aus der Höhle. Und ich sollte ihm vielleicht noch einen Stanley geben, damit er auch stehen bleibt. So, da ist er jetzt. Den müssen wir besiegen. Die andere Aufgabe, die Burg zu befreien, müssen wir nicht zwingend schaffen. Aber es ist natürlich von Vorteil, denn wir müssen die Burg ja befreien, um die Bauern da als Schilde hinlegen zu können. Und vor allen Dingen, ja, die Bauern irgendwie anders hinzulegen, macht keinen Sinn. Wir wollen die Bauern retten, bevor die Bauern ja, von Gegnern entfernt werden und das Endplättchen immer weiter vorrückt. Das heißt, das würde uns die Sache ja noch viel schwieriger machen. Also sollten wir trotzdem auch diese Burg befreien, um die Bauern retten zu können und das schnellstmöglich. Der Kampf gegen den Drachen verläuft nach denselben Regeln wie gegen Kreaturen. Als Auswirkung einer Kampfrunde werden jedoch keine Willenspunkte abgezogen, sondern die oberste Karte vom Stapel der Drachenkampf aufgedeckt. Waren die Helden stärker, verliert der Drache anschließend die Karte. Der Drache besitzt 5 Karten und ist besiegt, wenn er keine Karte mehr hat. Die Drachenkarten, die hier gemeint sind, sind diese 5. Es ist anscheinend das Leben des Drachen. Und hier steht es auch nochmal, die Karte wird aufgedeckt, um die Auswirkungen des Kampfes gegen den Drachen zu erfahren. Die mische ich jetzt nochmal und lege sie dann als Stapel bereit. Ja, und mir ist gerade noch aufgefallen, ich habe noch gar keine Ereigniskarten platziert. Ich habe gedacht, vielleicht wird wieder was Spezielles genannt. Aber nein, dann nehmen wir hier die Checkliste. Und da stand ja, dass wir jedes Mal, dass wir die goldenen Ereigniskarten im Normalfall nutzen. Und die mische ich jetzt nochmal und lege sie dann da oben auf das entsprechende Feld. So, dann erfahren wir noch die Stärkepunkte des Drachens. Bei 2 Spielern hat er 30 Stärke. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und 3 schwarze Würfel. Ja, wie soll es auch anders sein? Also 30 Stärkepunkte und 3 schwarze Würfel und gleiche Werte werden natürlich addiert. Holla, die Waldfee. Ehrlich, diese Stärkepunkte werden hier mit einem Sternchen markiert, damit wir uns das auch merken können. Er hat 30 Stück. Ja, wir müssen alleine deswegen viele andere Gegner besiegen und viel shoppen gehen, damit wir überhaupt irgendeine Chance haben. Und wir brauchen auf jeden Fall den schwarzen Würfel. Den Trank der Hexe haben wir ja Gott sei Dank schon gefunden. Gut, Chada war als letztes dran, die Fardos ist dran. Die Fardos hat noch 2 Stunden des Tages Zeit. Ja, er wird aber definitiv, oder? Die Fardos nimmt aber auf jeden Fall eine Überstunde. Ich möchte es einfach erledigt haben.
und benutzt 3 Stunden, um hier die letzten 3 Schritte zu dem blauen Runenstein zu gehen und darf jetzt anstatt seines lila Würfels einen schwarzen Würfel für den Kampf benutzen. Okay, dann hat Chada noch 1 Stunde Zeit und hätte auch noch einen Trinkschlauch. Sie wird einfach hier 1 Stunde zum Händler gehen, allein auch um diese ganzen Nebelplätzchen hier aufzudecken. Auch dieses ist benachbart. Das sind ganz viele Ereigniskarten. Da gehen wir vielleicht nicht hin. Ja, und hat ja eben sich nochmal 2 Gold für den Gore genommen und kauft sich damit auch einen weiteren Stärkepunkt. Wir müssen ja sehr, sehr stark werden. Ja, und dann ist es leider so, dass ich mit Lifarus den Tag beenden muss. Mit Chada könnte ich noch mit dem Trinkschlauch 2 weitere Schritte machen. Und ich denke, das werde ich auch tun. Ich trinke mein Wässerchen. Das ist übrigens auch eine Regel, da bin ich mir nicht sicher, ob ich direkt beide Seiten benutzen darf. Aber warum sollte sie nicht die Möglichkeit haben, den Trinkschlauch direkt zu leeren? Chada wird also noch einmal ihren Trinkschlauch nutzen und ihn auf die halbe Seite drehen, um noch 1 Schritt hierhin zu gehen und 1 Gold einzusammeln. Ja, und Lifarus wäre wieder dran, der hat aber seinen Tag beendet. Und dann wird Chada auch die zweite Seite noch benutzen, um noch 1 Schritt zu gehen und dieses Gold einzusammeln. Dann hat sie wieder 2 Gold, kann sich wieder Stärke kaufen. Ja, und ist schon mal wieder näher an der Burg dran. Dann beendet auch sie ihren Tag. Ja, und jetzt wird es aufregend. Wir haben noch keinen Gegner hier in der Burg besiegt, dafür aber wenigstens schon mal Prinz Thorald gefunden, der uns helfen kann im Kampf. Wir sollten vielleicht auch diesen Skral irgendwie besiegen, dass der uns den Bauern vielleicht doch nicht wegnimmt. Mal sehen, mal sehen. Eine Ereigniskarte. Handelsschiffe erreichen die Küste Andors. Ein Held, der das Feld 9 betritt oder bereits dort steht, kann dort einmal 2 Stärkepunkte für nur 2 Gold kaufen. Das ist doch ganz nett. Das ist hier oben, wo der kleine Gor steht, hier am Wasser, da wo die Schiffe anlegen. Da oben das Feld 9. Da kriegt man also günstiger Stärke. Vielleicht sollte man da tatsächlich hingehen. Lifarus hat allerdings im Moment kein Gold. Müssen wir schauen, wie wir das hinbekommen. Ja, und dann bewegen sich die Gors, zumindest die, die nicht in der Burg stehen. Der geht ein Feld weiter und hier unten haben wir noch ein kleines von dem Drachen bedeckt. Der geht hier hin. Dann die Skrale, das ist einmal er hier und der überspringt den kleinen Gor. Oh, und das mit den Bauern hat sich jetzt schon mal erledigt, denn jetzt kommen Vardrax haben wir nicht, aber die Trolle. Und dieser Troll überspringt den Skral und entfernt damit den ersten Bauern aus unserem Spiel. Und das bedeutet, das N-Plättchen rückt auf M vor. Hat aber noch nichts erreicht, dementsprechend wird noch nichts aus dem Spiel entfernt. Ja, und ich habe jetzt gerade nochmal nachgelesen, denn es war mir wirklich nicht klar, ob der Drache sich jetzt auch bewegt. Er ist nicht auf dem Sonnenaufgangfeld zu sehen. Aber auf der Karte, wo er ins Spiel gebracht wurde, stand auch nicht, dass er nicht bewegt wird. Normalerweise stand das ja immer bei sämtlichen Gegnern. Er wird bei Sonnenaufgang nicht bewegt. Beim Drachen ist es aber tatsächlich auch so. Der wird jetzt nicht bewegt. Der wird nachher bewegt, wenn wir hier Licht und Schatten aufdecken. Wenn wir dann Prinz Thorald gefunden haben, was wir ja jetzt schon haben, dann wird der Drache auf das Feld von Prinz Thorald gesetzt. Und der andere Fall, der Drache will ja die Burg zerstören, wenn wir das Plättchen N erreichen, wird er direkt auf die Burg gesetzt, wenn wir ihn bis dahin nicht besiegt haben. Das heißt, er geht aber jetzt nicht Sonnenaufgang pro Sonnenaufgang weiter. Ich hoffe, das ist die richtige Regel, habe ich gerade ein paar Foren durchforstet. Okay, dann haben sich alle Gegner bewegt. Die Brunnen werden wieder aufgefrischt. Haben wir hier die beiden benutzt. Und der Erzähler geht 1 weiter. Und bei C liegt die Karte der Handelszwerg Garz. Das ist doch, glaube ich, was Feines. Ja, wir haben das Buchstabenfeld erreicht und drehen diese Karte um. Der Handelszwerg Garz begegnete einem der Helden. Natürlich bleibe ich nicht hier. Ich fahre übers Meer nach Hadria. Ihr solltet besser auch verschwinden. Nein? Na gut, dann habe ich hier noch etwas für euch. Fast geschenkt. Dann bot er ein Fläschchen tintenschwarzer Flüssigkeit feil. Ja, wir können jetzt den Gegenstand Gift kaufen. Das Gift kostet bei 2 Spielern 4 Gold oder Willenspunkte.
Wir können das mischen im Gold und Willenspunkte dafür nutzen und wir entscheiden, welcher Spieler das Gift erhält. Das kann wieder zweimal eingesetzt werden. Wieder nach dem Würfelwurf und vor der Reaktion der Kreatur. Und wenn die Kreatur unterliegt, ist sie direkt tot, aber es gibt keine Belohnung und der Erzähler geht nicht weiter. Gegen den Drachen ist das Gift natürlich wirkungslos, aber das ist mir ja völlig egal. Schon bei einem Troll oder Skral, mal schauen, könnte uns das ja von Nutzen sein. Wir müssen also 4 Gold oder Willenspunkte ausgeben. Ja, das übernimmt Chada. Sie hat noch 2 Gold und bezahlt den Rest noch mit 2 Willenspunkten und hat auch noch einen Slot frei, um das Gift bei sich abzulegen. Das ist doch auch schon mal eine nette Sache. Okay. Ja, an dieser Stelle möchte ich das Video splitten, nicht um euch zu ärgern, sondern weil das Finale dann doch etwas umfangreicher geworden ist und ich nicht so ein langes Video haben möchte. Ich denke, das wäre dann euch auch eher recht, wenn ich das splitte und dann aber morgen direkt der zweite Teil folgt, so steigt vielleicht auch nochmal die Spannung auf den Drachenkampf und was uns alles noch so passiert mit den ganzen Karten. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen.